Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Event ist vorbei. Sprich, ich habe endlich mal Zeit, eure Nachrichten wieder durchzulesen, zu beantworten. Und das mache ich natürlich jetzt. Eine Menge geschickt worden, wieder für das neue Segment. Die schauen wir uns gleich mal an. Davor zwei Sachen. Zuerst möchte ich als allererstes grüßen Pascal. Danke für deine Donation. Ich lese mal vor, was er geschrieben hat. Einfach weil ich gönne, wenn es sonst schon keiner macht. Für den Feiertag waren die Arkaden aber krass leer. Naja, gelohnt hat sich's. PS weiter so wie bisher, feier deine Videos. Danke Pascal für deine Unterstützung. Und an dem Tag waren die Arkaden echt überraschend leer. Also das hat uns auch gewundert. Vor allem am nächsten Tag war es dann wieder voller. Ich denke mal, die meisten sind nach München gefahren und haben dann Shoppen und Tal und Pokémon spielen zusammen vereint. Und wenn die Arkaden zu waren, dann hat es die wahrscheinlich nicht so sehr gelockt, nur für Pokémon herzukommen. Aber war trotzdem cool. Das war das Erste. Das Zweite ist, ich habe eine Antwort von Niantic bekommen. Twitter hat sich überhaupt nicht gelohnt. Die haben da gar nichts gemacht. Aber ihr habt mir eine E-Mail-Adresse gegeben. Werde ich unten in der Beschreibung nochmal reinpacken. Da habe ich hingeschrieben. Am selben Tag kam noch eine Antwort. Also ich habe auf Englisch geschrieben. Auf Deutsch kam dann eine Antwort mit, ist das die E-Mail-Adresse, die zum Account gehört? Bla bla. Dann habe ich gesagt, bitte bestätigen Sie das. Und dann habe ich geschrieben, ja, gehört dazu, dass mein Anfrage gehört zu dem Account, wo die Adresse, E-Mail-Adresse verknüpft ist. Und dann heute, war das heute oder gestern, sehr schnell haben die das bearbeitet. Habe ich eine Antwort bekommen, zwei Glücksseier wieder zurückerhalten, zurückerstattet. Also, Niantic Support echt top eigentlich. Wenn man den erstmal findet, dann ist der top. Das war das eine. Dann schauen wir uns mal ein paar Sachen an, die ihr mir geschickt habt in den letzten paar Tagen. Okay, ich habe jetzt echt lange nachgeschaut, weil ich nicht mehr wusste, welches Level er ist für die Frage, aber er hat es gar nicht angegeben. Dementsprechend kann ich das auch nicht so gut beantworten. Aber er hat zwei Despotar, zwei Dragogon, die sind auf jeden Fall schon mal solide. IV steht da nicht dran, also kann ich das nicht genau so sagen, aber ist okay. Sieht ganz stabil aus. Zwei Glitzeraugus auch mittelmäßig, 2,6. Ein Gyarados. Also 6 Top-Pokémon. 7. Ist schon okay. Wie gesagt, Level keine Ahnung. IV keine Ahnung. Dann von Philipp. 100% Lugia. Glückwunsch. Sehr saftig. Und 100% Arktos auch noch. Richtig saftig. Ich habe sogar saftig geschrieben. 200% legendäre Vögel. Nicht schlecht. Dann von irgendeinem Typen. Namen kann ich nicht aussprechen oder weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Level 30 Dorfspieler. Ein Despotar, ein Dragoran, ein Gyarados. Okay, die Top 2 sind sehr gut. Obwohl 84, 93 ist okay. 84. Dann fällt es aber stark runter. Von 2,8 runter auf 2,4. Und dann 2,3. Und danach ist ziemlich krasse Flaute. Also. Oh, Level 30. Also die zwei Top, zwei, die drei Pokémon da ganz vorne für Level 30 ist auf jeden Fall top. Und für Dorfspieler, ja, auf jeden Fall top. Für Dorfspieler und Level 30 ist auf jeden Fall top. Dann hier von Trainer Jim, nehme ich mal an. Cooler Bug, lustiger Bug, was auch immer. Habe ich auch so noch nie gesehen. Und nochmal was von Trainer Jim. Ein Gelaxe und ein Dragoran gleichzeitig. Richtig saftig. Keine Ahnung, ob er beide bekommen hat. Dann hier nochmal Level 25 von Maurice. Level 25 ist. Oh, Level 25. Also bei Level 25 muss man eigentlich gar nicht erst schauen. Also noch nicht schauen. Bei Level 25 sollte man echt noch gar nicht drauf achten. Also ich würde sagen, ab Level 32 vielleicht sollte man darauf achten, wie stark seine Pokémon sind. Aber davor ist es relativ egal. Da einfach leveln. Und nicht so viele Gedanken machen. Dann von. Boah, ihr habt so komische Namen. Ich weiß gar nicht, wie man die aussprechen soll. Auf jeden Fall 100 IV, meinte er. Und hat ihn bis 3000 gepusht. Nicht schlecht. Ich gönn dir. Von Laser Tim. 98%. Powern oder nicht powern, das ist die Frage. 98 auf jeden Fall kann man schon machen. Das einzige Bessere ist natürlich 100. Aber wenn der Sternstaub eh fehlt, dann braucht man gar nicht erst fragen. Also, wenn es eh nicht geht, wieso fragt man dann? Aber 98 auf jeden Fall top. Mein Rat ist auf jeden Fall
erstmal warten bis zum Ende des Monats, wenn alle Vögel dann weg sind. Und dann powert einfach das Beste, was ihr habt. Auch wenn es 91 oder so ist. Wenn es zu dem Zeitpunkt einfach der beste Vogel ist, den ihr habt, dann powert den einfach. Natürlich, falls ihr genug Staub und Bonbons habt. Und dann hier, 91% wildes Despotar, 2-1, 7-8. Saftig. Dann kommen jetzt ein paar Levelaufstiege. Oder allgemein in dem Video ein paar Levelaufstiege. Level 37 von Markus. Glückwunsch. Noch ein Level, dann kannst du deine Pokémon auf Max pushen. Level 38, wichtigstes Level. Dann hier von Ramon. Level 40, Glückwunsch, willkommen im Club. Alex, 1902. Ich lach, weil unser Alex den nicht gefangen hat. Aber hier, Alex, okay, krass, das habe ich gar nicht gesehen. Erst hat er ihn gefangen, erst hat er ihn nicht gefangen um 10.44 Uhr. Und dann beim nächsten Raid klickt er noch einen, 100%. Und diesmal fängt er ihn. Bei unserem Alex ist leider nicht passiert, aber krass, echt krass. Dann Paul, 1902, 100% geflüchtet. Davor hat er alle 5 gefangen und beim 6. geflohen. Tut mir leid, sehr leidend. Tim, 100% Nocturne, richtig saftig. Shoutout, den hätte ich auch gerne. Da fragt hier einer, ob er ein paar Pokémon maxen soll. Dragonier, entwickeln, Gengar maxen. Grasaf, Parasect powern. Grasaf, Parasect auf jeden Fall nicht powern. Achso, die haben 100%. Ja, trotzdem nicht. Also, ich power die echt nur zum Spaß und für Videos und weil die mir gefallen und weil ich eh so viel Staub habe. Aber für euch muss das echt nicht sein, dass ihr irgendwelche 100er pusht, nur weil die 100 haben. Gengar 82 ist relativ schwach. Ich habe keine Ahnung, wieso da 2516 steht. Das ist wahrscheinlich Max WP. Nehme ich mal an. Keine Ahnung. Auf jeden Fall 82 ist, würde ich nicht pushen. Vor allem ist der auch niedriges Level. Das kostet eine Menge. Und Dragonier ist 93. Schwierig zu sagen, wenn du keinen Beskan hast und noch nicht so viele Dragoran, kannst du den auf jeden Fall entwickeln. Und 96, das wird er auf jeden Fall Max pushen. Aber nach dem hat er gar nicht gefragt, also. Okay. Dann von Emir, der Rechte. Ist das gut für Level 26? Echt schwierige Frage, vor allem bei so einem niedrigen Level sollte man sich echt keine Gedanken über die Stärke der Pokémon machen. Da bringt es gar nicht so viel, die Pokémon zu vergleichen und sich darüber Sorgen zu machen, ob die gut sind für Level 26, weil bevor man sich versieht, ist man eh Level 30 oder so. Also bei den meisten. Aber ist okay, ein Despotar, 2-8. Jakob daneben, genau dieselbe Frage für Level 33, aber. Ah, Level 33 hat 3 Pokémon über 3000. Glitzeros fast über 3000. Garados auch. Und hier Galaxo und Tal. Alter, sieht eigentlich sehr gut aus, ja. Ist gut, auf jeden Fall. Dann von Tobi, 98%. Fragt, ob er das pushen soll. Habe ich gerade beantwortet. 98 auf jeden Fall, könnt ihr pushen. Ansonsten, falls ihr kein 98 habt oder 100 natürlich, dann. Wie gesagt, warten bis zum Ende des Events und dann pusht einfach das Beste, was ihr habt. Level 28, ist das gut? Ja, nein. Ja, ist gut. Aber wie gesagt, macht euch da keine Gedanken, wenn ihr so niedrig noch seid. Instinct Forever, 100%. Lugia, nicht schlecht, Respekt. Von Levi. Saftiges, wildes Amphoros. Glückwunsch an Dennis. Hat Level 40 erreicht. Würde gerne gegrüßt werden. Für Level 40 wirst du auf jeden Fall gegrüßt. Respekt, Shoutout. Willkommen im Club. Dann Shoutout an den Kollegen. Hat Level 36 erreicht. Richtig schlechtes Shiny Carpador. Trotzdem entwickeln. Wie man will. Garados spielt eh keine Rolle mehr. Also das ist echt nur ein Souvenir. Dementsprechend einfach wie man will. Level 38. Glückwunsch. Bestes Level. Und das war's mit den Bildern. Schauen wir uns noch ein paar Kommentare an. Moment. Hier von Mr. Easy. Ask Kong, wie viel Datenvolumen hast du? 5 GB. Von Galoppa, Ask Kong, sollte ich ein WP 47 und 51er IV Shiny Carpador entwickeln? Genau dasselbe wie gerade eben beantwortet, wenn du willst, also Garados ist eh egal. Von Moritz, genau dieselbe Frage. Hey Hong, würdest du ein Shiny Carpador, mein einziges mit schlechten IV zu einem Garados entwickeln? Ich würde es nicht machen, aber man kann es auf jeden Fall machen, weil einfach, weil es cool ist und man es dann hat. Da fragt hier einer, welches der von den Pokémon da als nächstes pushen soll. Zapdos 93. Frage von Gideon. Ask Kong, würdest du extra für ein Event, wie das Chicago Event, nur halt besser und geplanter, extra nach Amerika reisen? Auf jeden Fall. Wenn ich natürlich das Geld hätte, um so viel zu reisen. Also ich habe
schon für schlechtere Gründe, also für manche ist Pokémon kein Grund, irgendwo hinzureisen, aber ich habe schon für dümmere Gründe, also ich bin schon für dümmere Gründe irgendwo hingefahren. Und zwar nämlich einfach so, ohne Grund, einfach so zum Bock. Habe ich gestern Musti gesehen? Nein, habe ich nicht. Lennart der Zocker fragt, soll ich meinen Glutex entwickeln? Hat 844 WP, 78 KP, hat geht so gute IV. Da hat einer geschrieben, mach was du willst. Das ist eigentlich die perfekte Antwort. Also mach echt was du willst, kann man entwickeln. Pushen auf jeden Fall nicht. Aber entwickeln kann man es, wenn man will. Und das war's auch für diese Woche. Wenn ihr mir irgendwas schreiben wollt, fragen wollt, schicken wollt, auf Instagram, auf Facebook, per PN oder markieren oder jetzt seit neuestem auch auf Twitter. Irgendwas Cooles, irgendwas Interessantes, was mich interessiert, auf jeden Fall immer gerne. Levelaufstiege, was weiß ich. Hoffentlich nicht wieder so viele Fragen über die Pokémon und wie gut die sind für das Level. Das ist echt schwierig zu beantworten. Aber das war's. Wie gesagt, alle Fragen und alle Sachen unten in die Kommentare oder mich irgendwo markieren. Auf Facebook, Twitter oder Instagram. Und dort könnt ihr mir auch folgen. Und natürlich Dank und Shoutout an den Kollegen, der mich unterstützt hat mit der Donation. Das war's. Checkt gerne, wie es so ab. Liken, subscriben, kommentieren. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.